Ah, jetzt bin ich auch online. Willkommen hier zu Stream and Record. Oder auch, ich habe einen Streamer laufen und währenddessen mache ich einen Let's Play. Keine Ahnung, gibt es irgendwelche Fachbegriffe für? Keine Ahnung. Cyberpunk 22. Cyberpunk 2077. Am 10.12. mit in europäischer Zeit. 11:53 Uhr. Ja. Und nach fast 3000 Videos. Endlich Cyberpunk 2077 nach 8 Jahren Wartezeit. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal dieses Spiel, auf das wir alle gewartet haben. Ich habe hier in den Einstellungen schon urheberrechtlich geschützte Musik deaktivieren eingeschaltet. Ich liebe Kuss an CD Projekt Red geht raus. Ja. Und wir klicken mal einfach auf Neues Spiel. Ja, einfach ganz normal. Perfekte Optionen, entspannen und die Geschichte genießen. Ach, so einfach dann nicht. Inhalt stehen alle Mittel zur Verfügung, um etwas entgegenzusetzen. Kämpfe eine ernsthafte Herausforderung. Der Einsatz von Vorteilen, Kampfgadgets und Verbrauchsgüter. Oh, Verbrauchsgüter, guck mal, die haben das genommen. Unterschied Verbrauchsgüter, Investitionsgüter. Ganz wichtig in der Volkswirtschaftslehre, ne? Solltet ihr mal dran denken. Und natürlich auch sehr schwer. Wir machen normal. Normal sollte eigentlich das Passendste sein. Und legen los. Nein. Ach, ja, jetzt. Ach ja, stimmt. Der Lebensweg. Die Pathways. Haben sie ja vorgestellt. Wähle versus Lebensweg. Was? Wähle? Ach, wie's? Muss da nicht ein Strich rein? Hier, wie heißen diese Dinger nochmal? Was auf dem der Taste vom Hashtag drauf ist. Einige Handlungen und Dialoge werden sich je nach gewählten Lebensweg unterscheiden. Nomads, Wicked oder Konzerner. Also den Nomaden. Ne, das nehmen wir aus der Stadt, das ist kein einfaches. Das hat Vorteile. Ja. Streetcred, das heißt, die Straßen von Night City verstehen, wir müssen in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Und der Konzerner. Aus der Konzerne wird kommen, nur weniger leben die da heraus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetz umgangen, haben es ausgenutzt, Informationen hat es auch eingesetzt. Es gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich, ich nehme Konzerner. No clue, warum. Körpertyp. Das heißt nicht Körpertyp, das heißt Geschlecht. Was hat die denn für Augen? Ist normal. Und auch diese Augenlider verdecken das halbe Auge. Junge, Junge, Junge. Ich entscheide mich für 6. Geboren 6.10.1949. Super, ja. Ja, ich nehme den natürlich. Ah, ich hatte irgendwie nicht im Kopf, dass die Charaktererstellung so aufwendig ist. Wir nehmen natürlich jetzt eine Basis erst mit den Werbe. Was ist das? Ach, Zufall. Ach, ich verstehe. Ach so. Ich bin wie? Ich bin wie? Ich bin wie? Spannend. Finde ich interessant, dass die hier so transgeschlechtliche Optionen da drin haben. Ich bin wie? Aber wir machen das mal, hier. Ah. Ich kann ja mal hier kartoffelmäßig. Ich bin ja hell, aber ich bin noch nicht weiß. Kein Käse. Was für Hauttyp? Ach so, wie viel Scheiße der auf dem Gesicht hat. Ich verstehe. Wieso? Ich komme mir gerade vor, ein bisschen als wäre ich hier in Fallout oder die Sims. Ah ja. Das ist natürlich schon. Oh, Leute, Dutt, ist das euer Ernst? Nee, 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 nee. Oh, Junge, das ist meine Frisur. Das machen wir. Jetzt sagen die Leute immer noch. Alter. Ja, ein bisschen hell. Oh, da sehe ich mich. Da sehe ich mich.
Dieser Zoom. Alter, aber wie stechen denn die Augen hier raus? Oh, die gefallen mir. Nehmen wir noch blau. Ja, blau haben wir. Augenbrauen. Ah, gar keine. Das ist natürlich auch eine Option. Ich glaube, die sind eigentlich schon gar nicht schlecht. Realistisch wäre das natürlich, wenn die mit den Haarfarben kooperieren. Ne? Muss man ja mal so an der Stelle sagen. Achso, ich kann den Kopf drehen. Naja, gut, dass ich das nicht weiß. Weil so eine Nase lässt sich natürlich besser von vorne beobachten. Krümmt ein bisschen dicker. Der Rücken ist ein bisschen größer. Muss unnormal lang sein. Ja. Die finde ich irgendwie gut. Die hat irgendwas. Der Mund. Oh, 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 da kommt das Hyaluron da nicht mehr. Hä? Wo schiebt sich der Mund denn hin? Was ist das denn? Oh mein Gott. Gut, nee, das ist zu geschlossen. Ist gut. Das ist der Kiefer. Oh. Der verhängt sich auch irgendwo hin. Das ist eckig. Das ist gut. Ohren. Ja, holen wir uns mal den Blick. Die Frage ist, wie wichtig sind in einem Rollenspiel wie Cyberpunk 2077 die Ohren? Oh, die finde ich gut. Die stehen nicht zu sehr ab. Sehen gut aus, mach ich. Nehmen wir. Bart. Simpson oder was? Alter. Aha. Das ist der Witcher. Ich lese. Also Konfuzius. Der. Das ist doch nicht aus. Der hat doch immer noch Barthaare. Sehe ich doch. Also. Da, was? Ach so. Ja, Moment. Da können wir ja mal hier. Den. Hä, aber das kann man doch direkt in Bart 1 mit reinpacken. Dann hat man. Es ist verwirrend. Alter. Das kann ich nicht ernst nehmen. Ja, wir machen. Auch wenn der Bart hat, ich mache hier Bart aus. Cyberware? Ah. Aber das tangiert nicht die Dinger hier. Tatsächlich, obwohl das zum Spiel passt, fand ich das optisch nicht so mein Ding. Was ist das denn? Kann mir bitte irgendjemand schreiben, was das für eine Krankheit ist, die man haben muss, um das zu haben? Das finde ich gut. So ein blaues Auge, das hat was. Ich bin kein Tattoo-Freund. Vor allem nicht im Gesicht. Das sieht so. So, Alter! Alter, was? Achso. Zähne. Digga. Bruder, was ist denn falsch? Die sind normale Zähne. Wir machen normale Zähne. Ah, man kann Make-up machen, aber wir haben auch mal nicht Schönheitsfehler. Wir haben keine Schönheitsfehler. Wir sind. Wo ich das eigentlich ganz gut fand. So, ja, so ist eigentlich schon gut. Finger. Ja, was? Ist das dein Ernst? Die Kürze und Länge der Fingernägel? Junge. Ich dachte, es wäre Cyberpunk und nicht irgendwie Maybelline, New York.
Ja, hier. Nagelfarbe, klar. Bruder, muss ganz schnell los. Ich dachte, das wäre eine japanische Flagge, die er da hat. Spannend. Ich nehme mal normal, natürlich farben. Ostonzen? Aha. Ah, am Rücken. Das hat irgendwas auch wieder, ne? So. Machen wir. Machen wir. So, wo waren wir stehen geblieben? Namen, Körper, Genitalien? Penisgröße. Es gab zum Glück die Option, Sexualität auswählen. Ich wusste nicht, dass sie so explizit ist. Was habe ich jetzt nicht gerechnet? War unter einer Sekunde. Und in YouTube kann ich es rausfiltern. Attribut. Ah, lol. Wir vergeben hier die Special-Punkte. Oder auch, wie man sagen würde, bei jedem Pen and Paper, den Anfangsbogen. Konstitution, Konsti, Intelligenz, Reflexe. Das klingt so ein bisschen wie die Cthulhu, Dungeons and Dragons. Konsti. Konstitution. Bestimmt deine körperliche Kraft ermöglicht es dir, Türen gewaltsam zu öffnen. Außerdem bedeutet jedes Level Konstitution ab Level 3. 3. 5 zusätzliche Gesundheitspunkte. 5, 3 zusätzliche Ausdauerpunkte. Schaden mit Fäusten und Gorillaarm wird um 3 erhöht. Schaden mit Nahkampfwaffen wird um 1,5% erhöht. Beziehungsweise zu Packen eines Gegners oder Benutzen wird verringert. Dauer, die du Gegner packen kannst, wird um 5 Sekunden erhöht. Und du kannst dich mit deinem gepackten Gegner schneller bewegen. Intelligenz ist ja Cyberdeck-Speicherkapazität. Schön von Quick Hacks. Reflexe ist Beweglichkeit, Bewegungstempo. Passives Ausweichen von gegnerischen Angriffen wird um 1% erhöht. Kritische Trefferchance wird erhöht. Schaden mit Mantisklingen wird erhöht. Ja. Technische Fähigkeiten ist Türen aufschließen, Tech-Waffen einsetzen, Panzerung. Und Coolness. Ja. Hallo? Da ist aber ein Bug, wenn ich hier drauf gehe. Ja, wenn ich einmal hier drauf bin und dann hier, da hat er keinen Trigger. Überlebt man auch, ne? Bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Jedes Level Coolness bedeutet, kritischer Schaden wird um 2% erhöht, alle Ressourcen werden um 1% erhöht. Schaden im Stealth-Modus wird um 10% erhöht. Gegner entdecken dich im Stealth-Modus langsamer. Schaden mit Monodrähten wird um. Hallo? 3 erhöht. Also. Ach so, 3 ist Mini. Ja, Leute, dann müsst ihr hier auch nicht sagen, ab Level 3, wenn 3 Minimum ist. Verstehe ich nicht. Da kannst du das doch auf 0 setzen oder auf 1. Wenn du eh nicht weniger haben kannst. Das ergibt keinen Sinn für mich. Ja. Ich weiß das mal wie in vielen Spielen, ne? Intelligenz. Ach, Max Level. Jawohl, 6. Ja, machen wir. Wie viele Punkte konnte ich nochmal ver. Gehen wir 7, ja, dann. Das mit den Reflexen ist dieses Ausweichen, kritische Trefferchance, das finde ich schon noch gut. Das glaube ich eher Konstikraft, das ist nicht so, ich bin kein Nahkampfkämpfer. Dann mache ich lieber technische Fähigkeit und Coolness noch eins. Mehr mal so ein Kopfmensch. Zusammenfassung. Alias wie? Charakterhintergrund Konzerner. Attribute.
Mein Fingerabdruck passt auch. Biometrische Daten bestätigen. Systemcheck ist okay. Wenn ich jetzt auf Bestätigung drücke, dann geht es wahrscheinlich los. Deswegen sage ich hier für die Folge schon mal Tschüss. Ich mache übrigens nicht jedes Mal eine Abmodi, eine Anmodi, aber hier vielleicht bei der ersten Folge. Ich habe eh nur einen Zuschauer, das bin ich selbst. kann man das machen? Deswegen Tschüss.